Paul interessiert sich für die DSL-Angebote von 1&1 und möchte sich Internet und Telefon zum Paketpreis nach Hause holen. Doch bevor sich Paul für ein Paket entscheiden kann, muss er prüfen, welche 1&1-Produkte an seiner Wohnadresse tatsächlich verfügbar sind. Denn nicht überall in Deutschland sind die Voraussetzungen gleich. Insbesondere bei der Internetgeschwindigkeit gibt es große Unterschiede. 1&1 zählt zu den großen DSL-Anbietern und kann seine Dienste fast in ganz Deutschland anbieten. Für die Bereitstellung seiner Internetanschlüsse kann 1&1 einerseits auf sein gut ausgebautes Glasfasernetz zurückgreifen, andererseits nimmt das Unternehmen aber auch die Infrastruktur der Telekom und anderer Netzbetreiber in Anspruch. Dadurch sind die 1&1 DSL-Produkte in etwa 98% der deutschen Haushalte verfügbar. Wie schnell Paul am Ende im Internet surfen kann, hängt vor allem von der Modernität der Leitungen an seiner Wohnadresse ab. In Städten und Ballungszentren können die meisten Internetnutzer das schnelle VDSL bekommen. Auf dem Land fallen die Geschwindigkeiten dagegen oft niedriger aus und es wird über DSL 16.000 oder DSL 6.000 im Internet gesurft. Welche DSL-Geschwindigkeit Paul bestellen kann, lässt sich leicht herausfinden. Auf der Internetseite von 1&1 oder über dslweb.de kann er die Verfügbarkeit an seiner Adresse prüfen. Er gibt seine Adresse und seine Rufnummer in die Suchmaske ein und klickt auf Verfügbarkeit prüfen. Gleich darauf verrät 1&1, welche DSL-Pakete und welche Geschwindigkeiten für ihn bestellbar sind. In Pauls Wohnung kann 1&1 VDSL 50 schalten, womit er einen schnellen und leistungsfähigen Internetanschluss erhält. Der 1&1 Verfügbarkeitstest und weitere Infos zum Thema finden sich unter dslweb.de/1&1DSL Verfügbarkeit.